Okay. Hi Leute, Kater300 hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Kater300. Falls ihr neu hier seid, das Ganze ist in der Regel mache ich meine Sachen im Livestream und nehme die dann auf und mache dann im Nachgang Videos daraus. Das ist so ein Fall. Ihr seid also im Video gelandet und wir spielen heute Pokémon Scarlet D-Make. Die Links dazu, wie man an den D-Make kommt, das ist so ein netter X-Kanal auf Twitter, /X. Der von verschiedenen neueren Spielen D-Make-Visionen macht. Und hier haben wir Pokémon Scarlet. Das sind so 5 Minuten des Games. Da werden wir jetzt einfach mal reinschnuppern und uns das alles angucken. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ihr seht auch hier schon im kleinen Bild unten. Wir befinden uns, ich spiele das Ganze auf dem GameCube-Player. Den seht ihr dahinter. Ich bin immer so schwierig mit Verspiegelungen. Da. Schwarzen Ding unter der orangenen japanischen GameCube. Habe hier einen GBI-Player natürlich aktiviert im Homebrew und habe einen Gameboy Everdrive drin. Ist also alles von Original-Hardware. Was das irgendwie ein bisschen interessant macht, finde ich. Mal gucken, wie es so läuft. Man kann es auch im Emulator spielen, ne? Das wäre der einfache Weg. Aber hier seht ihr, spielen wir auf Original-Nintendo-Hardware. Und schauen einfach mal an, was uns das Spiel so bringt. Ich bin ein großer Pokémon-Fan, falls ihr neu hier seid und mehr von Pokémon sehen wollt, folgt mir auf jeden Fall, lasst gerne ein Abo da. Falls ihr anderes Zeug von Nintendo mögt, ich habe viel Zelda auf dem Kanal, Mario, etc. etc. Also lasst doch gerne ein Abo da und auch gerne einen Daumen hoch. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal hier. So, jetzt mal den Ton. Ich hoffe, ihr hört dann gleich auch was. Wie gesagt, ist alles so ein bisschen unkoordiniert und live. Es gibt auch keine Cuts. Schon mal ein schlechtes Zeichen. Ich höre nichts. Nein! Hört ihr was? Ah, ja, das liegt an dem. Wir werden gleich nochmal neu starten. Das liegt an dem Retro-Tink 4K. Den habe ich übrigens auch noch im Spiel. Ihr seht jetzt hier gerade live das Menü. Wir schalten auch mal das GameCube-Profil ein. Sieht schon mal gar nicht so schlecht aus, das Game. Der hat halt so einen Tonfehler. Ich muss mal die neueste Version installieren. Hier haben wir dann GBI-Wobbling. Ja, das ist es eigentlich, was wir machen wollen. GB Razor scharf. HDR auf keinen Fall. Das da sollte es. Das ist okay, ne? Das können wir so machen. Nur ist aber, ich höre noch nichts. Das heißt, wir gehen jetzt mal eben. Der macht das übrigens jetzt hin. Ah, da ist der Ton. Jetzt sollte der auch was hören. Los, können wir jetzt nochmal das Intro sehen? Sehr gut. Ha, schöner Ton. Wir spielen übrigens, mein Controller hat sich mit dem Original GameCube-Controller, wenn ihr ihn denn jetzt findet. Ernsthaft jetzt. Ja. Wenn ich Reset gedrückt habe, mit so viel Dinge zusammenbringen, ne? Ja, so kann man ein Video auch in die Länge ziehen, ne? Ah ja, ich glaube, wir sind verbunden. Oh, zack, zack. Jetzt aber. Herzlich willkommen zu Pokémon Stark Scarlet D-Make. Was ist eigentlich das? Dieser Hund da. Der Kerze. Kennt man den? Schreibt doch gerne in die Kommentare. Den kennen wir. Soundtrack haut schon mal gut rein. Nicht verkehrt. Dann schauen wir mal. Options, natürlich erst bei dem Text. Na, Battle Mission, das ist okay. Machen wir mal New Game. Wir starten eine neue Reise. Hallo, Sia.
Welcome to the world of Pokémon. I am Clavel. People call me the director. Oh ja, okay. Many mysterious creations inhabit this world. We call home creatures known to us as Pokémon. For some people, Pokémon are pets. Others use them for battle. I myself direct the UVA Academy oder UV Academy. Bisschen laut, sagst du? Okay, Moment, das kriegen wir hin. Wo ist mein Wavelink? Da. Stream, bisschen leiser machen. So ist besser. The very same you applied to. So what's your name? Wir sind Scarlet. Ah, wir sind Mädchen, okay. Ja, Scarlet ist okay. Okay, danke mir auf das Feedback. Also hier sind von wegen Spiel das mehr, ne? Miau, das sind nur 5 Minuten des Spiels. Die ersten 5 Minuten. Purpur habe ich ja glaube ich irgendwie 3-4 Stunden gespielt, ne? So your name is Scarlet. So, wir sind weiter im Pokémon D-Make. This is your neighbor. You will find her to be quite competitive if you do I say so myself. What was her name again? Wir machen mal einen neuen Neighbor. Wir machen hier mal Niau. Zu Ehren eines ganz besonderen Zuschauers. So. Ende. Remember now, her name is of course Miau. Nice. So, Scarlet. Well, it's time for you to dive into the world of Pokémon, your very own Pokémon legend. About to unfold a world where you will find your friends, find your Pokémon, and find your true self. Und jetzt schrumpfen wir auf Pixel-Charakter-Ebene. Okay. Da geht's wohl runter. Was haben wir hier? Hut. Your bag and head are laying here. It's not time to get ready. Okay. Nicht schlecht. Hier haben wir einen Schrank. Oh. Das ist die Switch, oder? The game is Mario throwing a head onto a T-Rex. What a surprise. Okay, Odyssey. Hier ein Teppich, Ultrasoft. Ja. It's very lovely, okay. Also, erstmal sucht man der Reaktion, ist das alles okay? There's no time to use the PC. Schade. Aha. Miau, du musst mir jetzt sagen, wie nah das am Original ist. Ich erinnere mich, glaube ich, an das Wohnzimmer, ja. Let's mom zoom, better not go in without asking, also. Sind das Lichter? Ja, sind wohl Lichter. Let's go with bed of wool. Okay, ah. Mancha. Haben wir da. Come on, down to every which way we can of sandwich anywhere you... Okay, ah, die Sandwich-Geschichte. Ja, ja, ich erinnere mich. Oha. Good morning, Scarlet. I wear up in your uniform. It's really true what they say. All kids leave home someday. It's said so on TV. Ja, Mama, genau. Nur wenn man im TV was sagt, ist es auch hundertprozentig richtig. Stimmt. Ich muss zwingend das Haus verlassen. It's the first at your new school too. So you may need to cool your jets before you race on outside. The schoolman said you need to wait here just a little while. Something about your involvement. Oha. I bet to see who's at the door. Who knows? Maybe where we're the thing we are waiting for. Trommelwirbel. Okay. Hier kann man nichts machen. Interesting. Das wäre der Wuffi. Nun? Ah, das ist der Duvel oder Cavell, wie er heißt.
This must be forgive for the intrusion. I'm the director of Yu-Rei Academy. You may call me Mr. Clavaro. The director, you came all the way in person for one student. My dear madam, I apologize. I'm responsible for the entire academy and any failure on its part are also mine. Okay. But here, the enrollment documents that should have been here sooner. I actually have something else to give, but it's best to do that outside, I think. Ooh. Leaving as soon as you got here, but you must stay for a cuppa before you dash off. You need a bag, okay. Ah ja, wir dürfen jetzt unseren Hut anziehen. Well, I truly can refuse such... Okay, ja. Ja, du wunderst dich, warum die Dinge nicht so gut laufen, wenn du die ganze Zeit Kaffee trinkst oder Tee. So. Dann ziehen wir mal unseren Hut an. Wild. Yay, wir sind wunderschön. What now? Okay, wir können jetzt einfach rausgegangen. Wolltest du nicht noch Schuss sagen? Nö, wohl nicht. Also. North of us. Wir können nicht den Mülleimer öffnen. Eine nette Start-Area, die er hier gebaut hat. Ja. Okay, dann gehen wir mal weiter, ne? Ich hab völlig vergessen, wie es im Original tatsächlich ist. There's not much a knit community we call home, okay? Ne? Oh, ich brauche einen Partner. Wer bist du denn? Buena ist ein Mio. Oh, Mio. You must be a new student. We haven't met, but I remember you moved in after what recently. I've been dying to meet you. I live in the school dorm, but my home is here, you know? Or the director, he must have pooped into my house. Pooped? Gracias, I must apologize for keeping you waiting. But at the very least, I'm glad to see you two have been acquainted. Very good, well, then I can begin. Okay. Das ist ja cool gemacht, dass er da die Pokebälle so aufbaut. To choose a partner amongst three here. Gosh, you're very averting from the front seat. I'm getting chilled. Darf ich zuerst? Pigatio. It's fluffy, but it's similar to plants frequently. That's a little bit, no. You want, of course, the Poeku. Aber wir gucken uns alle jetzt an. Okay. Und Quaxe, ja. Irgendwie sieht der hier cool aus wie im Original. Merkwürdig, ja? Migrated from distance long ago to Paldea. Auf keinen Fall. Bleiben natürlich bei Poeku. Poekoku. Yes. I just had a mega idea. Director, could I choose one of these two? Miss me. Oh. Die hat schon welche und will jetzt neue. Oh Gott. Ja, ich würde auch alle Pokémon nehmen, die ich umsonst kriegen kann. Nimm das Pflanzenpokémon, okay. It's Beach. Mhm. Ich will noch eins. Warum darf sie mehrere? Da können wir wohl nicht rein, okay. Ist hier der Beach? Und da unten.
Was ist los? Kein Ton? Ist das nur bei mir so? Ich meine, es ist ein D-Mate, ne? Es könnte Buggy sein. Erster Kampf im Pokémon Scarlet D-Mate. Ah, doch das Wasser-Pokémon genommen. Konnte die Attacke jetzt nicht auswählen. Okay, wir haben ihn gewone-shottet. Das war einfach. Ja, es war echt wie nichts. Championship in Part und bla bla bla. Variant Pokédex. Yay, wir haben den Pokédex. Well, bang, we just had all the paper and handwritten notes to compile our Pokédexes. Ah ja. 5 Euro pro. Okay, was für ein Spiel hast du denn bekommen? Okay. Okay, bla bla bla. Then I try take my leave. Ja, wir haben jetzt den Pokédex. Mit mir auch Zeit, sich kaputt zu, okay. Ja, der Pokédex. Der ist aber schon irgendwie gefüllt, ne? Hier. Mit Pokémon, die ich nicht gesehen habe bisher. Ja, er hat mal so ein paar Beispieleinträge anscheinend gemacht. Also der Pokédex hat auf jeden Fall schon Einträge und auch wenn man sie nicht hat, sieht man die Texte. Claw. Was ist denn so ganz hinten? Wicklet, of course. Aber echt gut gemacht, so. Könnte mir ein ganzes Spiel so vorstellen. Würde ich auch spielen. Ah, da, natürlich. Miraidon. Sieht gar nicht so schlecht aus eigentlich, Miraidon und D-Make. Und Koraidon, das wäre meine Wahl, ja. Ultra, ne, ich habe Miraidon, ne. Cool, 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 wie schwer ist das? 668 Pfund. Nur so, so. Können speichern. Ich glaube, wir können nicht speichern. Ne. Item, wir haben Potion und Repel. Ah ja, Badges. Die Zeit zählt auch nicht hoch. Ja, es ist halt nur so 5 Minuten, ne, eine Spiel. Ich bin müde vom Tag. Ich hab viel draußen gemacht. So, wo sollte ich hingehen? Na, eigentlich nach hier, oder? Ne, nach unten. Bathroom, okay, das habe ich auch. Asylum habe ich auch. Assassin's Creed, davon habe ich auch welche. GTA 4 habe ich für die Xbox und Spider-Man, nicht schlecht. Oh, das war's schon. Und schauen Sie, wir am Ende dieser Demo, glaube ich. Ist das so? Ja, jetzt ist es wieder von vorne gestartet. Das hat ja nicht. Ich meine, es waren 5 Minuten, ne? Es kommt hin. Funny. Ich hätte vielleicht noch mehr experimentieren können, aber gut. Ich wollte es ja auch kurz halten. So, falls ihr das gerade als Video oder als Short seht, ne, vergesst auf jeden Fall nicht ein Like da zu lassen. Und lasst auch gerne ein Abo da, würde mich viel freuen. So. Das ist es auch schon mit dem D-Mag. Die Links dazu findet ihr später im Video unten in der Beschreibung zu dem Twitter. Ihr müsst dann euch für Patreon anmelden. Aber ihr müsst nichts bezahlen. Ihr könnt da einfach die Garten wollen und einfach wenn man keine Spende machen. Was okay ist. Und wie gesagt, da sind auch noch weitere Remakes. Ich weiß nicht, wie groß die sind. Das hier ist extra klein. Ich habe noch eine andere Version gefunden. Die wohl deutlich größer ist. Die werde ich mir aber erstmal ausführen und schauen. Ich wollte das hier auf jeden Fall mal reinziehen, weil ich das irgendwie cool fand, das zu ziehen. Eines modernen, also quasi eines D-Makes, dieses Prinzip dahinter finde ich sehr spannend.
vor allem mit folgendem Blick auf Pokémon, dass er schon eine enorme Historie hat. Nee, eigentlich nicht. Ja, wahrscheinlich ist das so ein bisschen weh. Pokémon hat schon so eine enorme Historie und hat durch die verschiedenen Hardware-Generationen natürlich sehr viele Gaming-Stile mitgebracht. Ne? Also vom Game Boy an bis Color, Advanced, ziemlich gut aus. Man versteht nicht. Ich hab kaum was geändert. So. Ich kann aber auch hier mal das wegmachen. So. Ja. Auf jeden Fall. Mit dem schwarzen Kopf hast du vergessen. Okay. Auf jeden Fall dieses Prinzip, die Steamakes durch die verschiedenen Stile, finde ich super spannend. Schade, dass nur 5 Minuten sind. Dennoch hat es irgendwie ein bisschen Spaß gemacht, da mal wieder in diese Gameboy-Variante einzutauchen. Technisch läuft das besser wie, wie das Original, muss man leider zugeben, weil es sind auch nur 5 Minuten. Die ersten 5 Minuten im Spiel laufen auch ziemlich gut in der Switch. Das wird später problematisch. Wobei ich habe auch die letzten Patches nicht gespielt. Ne? Also kann sein, dass da sich was getan hat. So, okay, dann beende ich mal hier das Video. Also Leute, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vergesst nicht, mein Name ist gerade da, ne? Und lasst gerne ein Abo da. Lasst den Daumen hoch und ich freue mich, wenn wir uns in einem meiner anderen Videos oder Livestreams treffen. Ne? Bye!